Ich verdiene hiermit kein Geld. Ich bin auch kein Lieferheld. Ich versuche wieder der zu sein, der ich vor einer Ewigkeit war. Ich verstehe es als meine Aufgabe. Und deshalb stelle ich hier diese Dinge und Verbrechen gegen die Menschheit auch dar. Ich bin ein beseelter Mensch, wie du doch auch. Denke nicht mit dem Gehirn, sondern folge eher deinem Bauch. Denke mit dem Herzen, während das Dunkle versucht, das Licht voller auszumerzen. Versuche nicht, in die Falle der Dunklen zu tappen. Sie können nur existieren, weil wir es zulassen. Was aber wäre, wenn sich herausstellt, dass der beseelte Mensch auch denken kann ohne Materie? Dein Körper ist nur ein Gefäß für deinen Geist. Ich weiß ja nicht, ob du dies bereits schon weißt, wie weit du den Weg bereits gegangen bist, wie weit du verstehst den Club und seine Hinterlist. Das letzte Gefecht hat längst begonnen. Wir erleben nicht diese Zeit, weil es geschrieben steht, sondern weil es ihr Plan ist. Sie haben alles verdreht. Wir sind Sklaven der Technik und des Systems. Wir erscheinen oftmals nur noch digital als Memes. Wir müssen lernen, loszulassen, da viele unserer Lieben nicht verstehen und die falschen Wege gehen. Es gibt leider viele bewusstlose Menschen. Viele sind auch nur Körper ohne Geist. Viele wissen es selber aber gar nicht. Allerdings sind sie der lebende Beweis. Die Zombifizierung hat nun begonnen. Somit auch Quantenverlust und Annihilation, denn ihr ewiges Leben ist schon längst darum. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass du ein Schöpfer bist. Du kannst eigentlich nicht vergehen. Gehe den lichtvollen Weg, verbinde dich mit den guten Seelen, denn die anderen werden sich nur gegenseitig quälen. Wir werden siegen. Es ist schon geschehen. Nur muss bis dahin noch ein wenig Zeit vergehen. Der Glaube an den Schöpfer und somit auch an dich ist ebenso ein Tribut an mich. Wir stehen zusammen, erschaffen die neue Welt. Diese kann funktionieren, auch ohne Geld. Wir alle sind eins. Denn Materie und Gedanken sind im Grunde dasselbe. Quanten. Wir stehen zusammen,
erschaffen die neue Welt. Diese kann funktionieren, auch ohne Geld. Wir alle sind eins, denn Materie und Gedanken sind im Grunde dasselbe. Quanten.